Du bist ja schon sehr früh in dieses Feld eingestiegen. Was hat dich denn am meisten überrascht in all den Jahren an diesem Thema? Was mich jetzt zuletzt enorm überrascht, und das kam mir jetzt auf mit Google Trends, ist die Fähigkeit der Klicks, eben das, was die Suche der Leute, so viele zukünftige Ereignisse hervorzusehen. Und das, ich verstehe das immer noch gar nicht so genau, aber zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, welche Kinofilme sind die erfolgreichsten im Programm, und ich vergleiche das mal mit dem Google Search Verhalten, das deckt sich enorm. Welcher Präsidentenkandidat in der Vorwahl ist der populärere, Obama oder Clinton? Das kann ich mit Google Trends beweisen, Obama gewinnt. Jetzt sehen wir das für die Präsidentschaften gilt. Jetzt ist es also, es ist Oktober 2008. Wir sehen, dass Obama nicht Clinton, sondern Obama McCain jetzt voraus ist. Und wenn wir jetzt in einem Monat sehen, dass Obama gewinnen wird, müssen wir sagen, Google Search Trends sagen uns die Wahl voraus. Das ist natürlich enorm furchtbar für die ganzen Forschungsinstitute, die ihre statistisch genauen Umfragen eingehen, für CNN, die sich ihre Mühe machen, für alle anderen, auch Prediction Markets, brauchen wir gar nicht. Wir gucken einfach danach, was Trends angeht.